Hallihallo und willkommen zurück bei A New Beginning. So, ja, auch für mich ist es ein Willkommen zurück, denn ja, wenn ich jetzt mich ein bisschen hier erstmal orientieren muss, dann verzeiht mir das bitte. Das liegt daran, dass ich eine Woche im Urlaub war und dafür relativ lange vorproduziert habe und ich deswegen erst jetzt, ja, über eine Woche später wieder spielen kann. So, wir waren hier am Boot zugange. Können wir damit jetzt eigentlich wegfahren oder müssen wir den Mann noch wegkriegen? Ah ja, die Wache, die war ja so rumgebackt beim letzten Mal. Ich erinnere mich dunkel. Hier noch eine Schlange. Hallo. Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte sie Ihnen doch nur zeigen. Kein Grund, gleich jemanden zu verletzen. Doch. Ein Grund von vielen. Galli Matthias. Nicht, okay. Also mit dem Boot wegfahren kann ich nicht. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Den Schlüssel habe ich ja. Kann ich den Bootsschlüssel damit an darauf anwenden vielleicht? So, das Boot ist repariert, ich habe die Schlüssel, fehlt nur noch die gute Fay. Tatsächlich, cool. Okay, dann auf zur Fay. Auch wenn das alles ein bisschen mehr oder weniger geraten war, soweit ich das mich noch erinnere. Mit dem ganzen Repariergedöns und so. So, wo ist er denn? Ben Svensson ist nicht tot. Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indes hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, Faye. Du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern. Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Leb wohl, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, geh ran! Wir haben ein Boot. Oh, Ben, gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Oh mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Hallo. Komm. Entschuldigen Sie, Herr, Ja. wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben hier einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. Hallo, ich habe eine Schlange. Und hepp. Los, Ben, ins Boot. Und die anderen beiden? Was mit den beiden Chaoten? Die bleiben besoffen zurück oder was? Ja, scheint so. Keine Angst, wir schaffen das schon. Was? Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Na, Ben, die Zukunft sagt was anderes. Bislang. Bislang. Kapitel 8: Der Phönixplan. War wenigstens ist Ben nicht gestorben in dem Kapitel. Ich hab schon gedacht, bei dem Namen, ey, alter Schwede. Hier irgendwo muss es sein. Ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los. Ach, jetzt bin ich wieder Fay, ja? Also gegangen, gehe ich einmal klettern. Da ist ein Ast. Hallo. Schick, der Baum. Er ist etwas dünner als die anderen Äste, aber trotzdem stabil. Na, mach ab. Cool. Und jetzt? Ups, entschuldigt. Ah, da oben ist ein Elektrozaun. Ah, hier ist noch mehr, dann sag mir das doch einer. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Jep,
Dann auf. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. Wie man es jetzt nimmt, ne? Salvador muss hier Tage verbracht haben. Hoffentlich haben die Wachen ihn nicht schon erwischt. Oder umgekehrt. Ja, das ist bei Salvador tatsächlich so ein Problem, wie wir wissen, ne? Der Professor Dr. Schwartz da, oder Schwarz, wie auch immer, hat es ja auch zu spüren bekommen. Er hieß doch so, oder? Nichts. Nicht mal ein Schlafsack. Nicht mal ein Schlafsack. Hier haben wir nur ein Fernglas. Das Fernglas ist direkt auf die Anlage gerichtet. Ja, was, wohin denn sonst? Dann schauen wir so doch mal. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Okay, folgendes. Wir haben hier zwei Kreuze am Rand, 1495. Salvador hat Notizen auf dem Fernglasrand gemacht, die auf dieses Feld hinweisen. Ich sollte mir das mal näher anschauen. Ja, aber das hier oben muss ich noch umstellen. Was auch immer das hier ist. Achso, das sind einzelne Ziffern, okay. Ich möchte das mal noch umgestellt lassen. Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieben hat. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Ah, okay. Kann man das nicht rückgängig? Nein, okay. 14. Ups, jetzt war die falsche Zahl. 95. Ups, nee, hey, warte. Ah. Und 95. Ja. Salvador hat für dieses Gebiet eine Sprachnotiz hinterlassen und einige Werte notiert. Das sollte ich auf jeden Fall genau analysieren. Vielleicht gelingt es mir ja, auf diese Weise Salvadors Vorgehensweise zu rekonstruieren. Okay. Hier hat Salvador etwas notiert. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Heißt, Aufgänge können wir schon mal nicht benutzen? Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Das hilft mir jetzt nicht wirklich. 1495. Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah am Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Also vom Wachturm aus könnte man mich sehen und in die Rohre komme ich nicht rein, korrekt? Lockt einer auf ein Wald. Ich werde mir... Okay. Ja, aber dann sollten wir doch vielleicht da auch hingehen, oder nicht? Nee, dann landen wir nur wieder hier. Hallo, Bent. Okay, da habe ich auf jeden Fall was gefunden. Kann ich hier nicht noch irgendwas anderes machen, außer diese Notizen da? Das ist noch eine Schraube. Habe ich das hier jetzt... Moment, das muss ich nochmal richtig einstellen. Nee, das bleibt so. Überspringen. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Alle Aufgänge befinden sich im freien Sichtfeld zum Wachturm. Dann fehlt aber doch noch irgendwas.
Okay, Moment. Das ist der Wachturm, denke ich, ne? Oder ist das der Wachturm? Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Ja, die Frage ist ja... Log 2, 0142. Eine auf... 0142. 0142. Nichts. Okay. Alle Aufgänge sind frei zum Wachturm. Auch nichts. Aber ich muss doch jetzt den Wachturm finden. Bin ich jetzt zu blöd, den Wachturm zu sehen? Oder ist das der Wachturm? Nee. Aber das hier? Log 2, eine Aufbereitungsanlage. Ein weiteres Problem. Ich werde ihn mir näher ansehen. Er wird ihn sich näher ansehen. Das Ding? Nein. Das hier ist nur Strom. Nehme ich an. Okay, ich stehe jetzt gerade ein wenig auf dem Schlauch, glaube ich. Gebt mir einen Moment Zeit. So, okay, also ich bin auf irgendwas gekommen und zwar, das könnt ihr da oben schon sehen, ich bin hier drauf gegangen und habe diese Zahl genommen. Ich weiß nicht, was dieses alles sollte, aber ich habe die Zahl einfach mal hier oben eingegeben und habe hier rangezoomt. Ne, da seht ihr das hier, das hier scheinen dann Notizen zu sein. Das, was ich halt gerade erst verstanden habe, ist, dass das hier Punkt A ist, dass Punkt B diesen Fokus hat und dass Punkt C wahrscheinlich dann diesen Fokus hat. Alles andere habe ich mir noch nicht angeschaut, das machen wir jetzt zusammen. Die Wachmänner stehen in permanentem Funkkontakt zueinander. Der Turm ist rund um die Uhr besetzt. Okay. Der Aufstieg ist zu hoch und zu steil. Bis ich oben bin, hätte man mich schon entdeckt. Ja, das glaube ich sofort. Log 3, 0446. Der Wachturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrollieren Wachmänner den inneren Bereich. Eine Patrouille beginnt bei den Garagen, passiert dann zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Ich sollte mir die Fahrzeuge ansehen, die sie unterwegs passieren. Vielleicht kann ich ihnen da auflauern. 2897. 2897 hat er gesagt, ne? Moment, sie gehen zu, von den Garagen. Das sind die da, ne? An der linken Seite zum Heliport. Und dann nach hier, oder was? Moment, ich guck nochmal rein. 2897, ja, korrekt. Genau, das hier passieren die. Zwei Boote brachten Indis und einen Assistenten. Mhm. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Log 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Was? Moment, erstmal den Fokus einstellen. 1152. Wo sich die Flügel kreuzen. Moment. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Log Emilio Inde, folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude, wo sich die... Okay, an den Garagen vorbei bis hin zum Hauptgebäude. Hä? Moment, Ach, wo sich die Flügel kreuzen. Vielleicht da. Von dem... Konstrukt. Okay, ich hab's verstanden. Seine Tage sind gezählt. Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich hab die Alge gefunden! Sie ist tatsächlich bei Indes im Büro. Und wie kommen wir jetzt dahin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Okay. A, B, C, D. Also müssen wir nochmal einmal schauen. A ist der.
B ist 5. Also ich nehme jetzt jeweils die Stelle, wo der Buchstabe steht, von der vom Fokus des Buchstaben. Ne? Also jetzt hier zum Beispiel die 9. Da stand ja C. Und hier steht ja D. Da ist eine 2. Heißt, das ist mein Fokus. Muss ich dann nur noch rausfinden, wo ich hinfokussieren muss. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Was ragt ins Dschungelding hinein? Da? Nee. Ich bin gerade ein bisschen da. Guck mal. Bent, ich hab ihn. Genau. Ha, ich bin gut. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Ja, dann mal auf. Wartungstür und zwei Rohre. Ich nehme an, wir müssen da durch. Solange der Wasserpegel nicht gesunken ist, kann ich hier nicht reinklettern. Musst du ja auch nicht. Was ist denn hier? Ein Abflussrohr. Ich hoffe, was da rauskommt, ist ganz normales Wasser. Weder giftig noch radioaktiv. Wäre unpraktisch, ja. Salvador? Hier rein ist er verschwunden? Psst. Oh Gott! Salvador erschießt die Wachen! Bist du sicher, dass das nicht andersherum ist? Ja. Und ich fürchte, du wirst gleich sehen, dass ich recht habe. Ich denke mal, wir kommen da nicht rein. Geht nicht. Salvador hat sie verbarrikadiert. Also ab durchs Rohr. Ups. Lass. Nach der Kletteraktion im... Moment, was? Gut. Dann suche ich alles gleich. Sei vorsichtig. Hab ich... Nein! Och, Mist. Ja, ich hab gedacht, ich könnte den Dialog nochmal wiederholen, weil ich wollte eigentlich reinklettern und nicht ansehen und, ja, da habe ich das wohl verkackt. Auf jeden Fall versucht sie jetzt von innen die Türen zu öffnen. Nehme ich mal an. Stauschott. Okay. Brückenhebel. Da kann sie jetzt rein. Was hat jetzt der Brückenhebel gemacht? Geh mal da raus, bitte. Ach, das ist gar nicht raus. Das ist irgendwo drinnen, okay. Ventilrad. Oh, oh. Da komme ich nicht mehr raus. Da habe ich mich gerade alles geflutet. Es lässt sich nicht weiter drehen. Okay, was macht das Ding dann? Jetzt ist da einer mehr drin. Jetzt ist da noch einer mehr drin. Okay, dann denke ich mal, ist so korrekt. Ne, okay, dann haben wir nämlich Zugang nach unten. Allerdings sind hier die Stauschots eben geschlossen. Moment, nee, hier ist eine Schwimmbrücke. Faszinierend. Geh mal bitte trotzdem hier raus. Und hier unten rein. So. Nie im Leben. Ich hab doch keine Kiemen und schwimmen kann ich auch nicht. Okay, was macht der Brückenhebel denn? Und dieses Ventilrad? Okay, also ich lasse erstmal das Wasser komplett raus, würde ich sagen. Ne, Moment, da komme ich noch nicht rein. Okay, also. Einmal den Brückenhebel umlegen, bitte, was auch immer das bringt. Den lassen wir erstmal so. Okay, dann drehen wir das Ding hier noch einmal nach rechts. So. Und gehen dann nochmal raus, weil sonst kommen wir nicht raus. Gehen dann hier rum. Und nach unten. Und öffnen das Stauschott. Genau, dann können wir hier den Brückenhebel umlegen, was auch immer das bringt. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Ah, genau das bringt es. Verstehe. Da kommen wir aktuell nicht hin. Wir müssten eh außen rum gehen, um da hinzukommen. Okay.
So, jetzt haben wir dieses Stauschott hier offen. Das bedeutet, jetzt müsste auch das Wasser, wenn ich das Ventilrad nach links drehe, hier unten fließen. Genau, und jetzt bitte noch einmal. Ganz genau so hätte ich es gerne. Dann bitte einmal den Brückenhebel umlegen. Die Brücke ist auf der Ebene eingerastet. Ganz genau. So, jetzt haben wir das nämlich da eingerastet. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich das Wasser jetzt wieder in den rechten Teil zurückfluten lassen. Ist das korrekt? Nein, ist es nicht. Wir kämen zumindest schon einmal nach hier. Die Sache ist ja, wir könnten... Nee, wir müssen. Okay, Moment. Wir müssen das wieder erstmal zurück machen. Ich muss das Stauschott wieder schließen da unten, damit das Wasser eben hier nicht auch ist. Genau. Heißt, bitte einmal wieder hier raus. Einmal das Stauschott schließen. Upsa. Einmal nach unten klettern, danke. Einmal das Stauschott schließen. Dann wieder nach oben. Dann wieder nach oben. Dann wieder hier hinein. Und jetzt können wir das Wasser nämlich zweimal nach links drehen. Das heißt, hier geht es eins runter und da geht es eins hoch. Hier geht es eins runter, da geht es eins hoch. Und hier haben wir aber kein Wasser und das ist das, was wir brauchen. Denn ich denke mal, dieses Ventilrad, da wird nochmal einiges reißen. Dieses Stauschott hier können wir dann nochmal öffnen. So, genau. Dann können wir hier zur Mitte steigen. Ach komm schon, mach doch voran. Danke. Dieses Stauschott öffnen. Okay. Und mit diesem Ventilrad Stauschott öffnen. Drehen. Geschafft. Was? Ach, jetzt ist das Wasser ganz weg. Okay, ich dachte, ich müsste vielleicht das Stauschott hier wieder zumachen und das Rad dann nach links drehen, sodass das komplett geflutet ist und ich damit dann, ja, hier die beiden Bereiche frei habe. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Ups, jetzt habe ich das wieder zugemacht. Das war nicht der Plan. So, bitte einmal nach unten steigen. So, jetzt ist die Frage, wo komme ich da hin? Aber das werde ich wohl auch erst in der nächsten Folge herausfinden mit euch zusammen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!